Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch ganz herzlich zum heutigen Beitrag Holistisch und befreit leben. Mein Name ist Irmgard und ich grüße ganz herzlich und sage ganz liebe Grüße nach Namibia zu Dr. Med. Karin Bender-Gonza. Hallo liebe Karin. Hallo ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus Namibia. Heute ist die Sonne noch nicht da, aber trotzdem ganz warme Grüße nach Deutschland. Wir hatten eben so ein spannendes Thema, wo wir gesagt haben, das ist doch zum jetzigen Zeitpunkt so genau das Richtige. Wir hatten ja am Wochenende diese wunderbare Live-Meditation als Hilfsprojekt für Kapstadt, für die Wassersituation dort einfach zu verändern und haben eben so ein bisschen über die derzeitige Zeitqualität philosophiert, über die Zeitenwende, wie es einfach so im Sprachjargon auch derzeit gerne genutzt wird. Und das Thema möchten wir jetzt hier in diesem Video ein bisschen aufgreifen und mit euch darüber sprechen oder euch so ein paar Impulse schenken, wie die Transformation denn zurzeit hier auf unserer Erde voll im Gange ist und wie jeder Einzelne von uns eigentlich da auch eingebunden ist. Ne? Wir machen da ja spannende Erfahrungen. Karin, magst du jetzt mal ein bisschen was dazu sagen, so aus deiner eigenen Erfahrung jetzt? Also wir haben ja diese Live-Meditation initiiert, weil ich hier direkt im Nachbarland Südafrikas lebe. Und als sehr bewusster und wahrnehmender Mensch ist das ja sehr, sehr, also hat es mich einfach im Herzen getroffen, mitzuerleben und von meiner Freundin, die eben in Kapstadt lebt, zu hören, wie die Situation da ist. Aber meine Erfahrungen aus meinem eigenen Leben, aber natürlich auch in meinem Umfeld, wenn ich mit bewussten Menschen mich unterhalte, aber auch wenn ich natürlich die Nachrichten mir angucke, die politische Situation in der Welt angucke, dann habe ich schon das Gefühl, dass alles das, was jetzt momentan passiert, im Grunde widerspiegelt, was auch in uns selber passiert. Also es gibt ja auch dieses Sprichwort, wie im Außen, so im Innen oder wie im Innen, so im Außen. Und ich glaube, da ist sehr viel dran. Ja? Und die Energien haben sich verändert. Also ich glaube, das ist für jeden, der etwas bewusster unterwegs ist, spürbar. Dieses Jahr 2018 hat schon ganz anders begonnen als die anderen Jahre. Also ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber bei mir schon sehr stark und auch in meinem Umfeld, es ist anders. Natürlich nimmt jeder das auch wieder anders wahr, weil jeder sozusagen von einem anderen Standort sozusagen die Sache betrachtet. Was mir aber auffällt, ist, dass dieses Jahr so stark und kraftvoll ist, dass es im Grunde viele Dinge an die Oberfläche bringt, die vorher so ein bisschen verdeckt und zugedeckelt werden konnten. Und vieles kommt mit ganz viel Kraft nach oben und zeigt sich brutal teilweise. Ja, also wenn wir die politischen Situationen in der Welt betrachten, das hat viel mit Brutalität zu tun. Aber natürlich auch sowas wie eine Wasserknappheit hat mit extremer Brutalität und Angst zu tun. Also diese existenzielle Angst zu verdursten, das hat ja schon wirklich was extrem Kraftvolles. Aber wenn man dann wiederum schaut, was ist denn so ein Wassermangel, dann ist es einfach nur ein Mangel. Es ist ein Mangel. Und wenn das Außen bis Innen widerspiegelt, dann muss man sich immer fragen, wo ist denn in mir der Mangel, dass sich das im Außen jetzt so zeigt? Und die, wie gesagt, die Energien unterstützen alles das, dass alles an die Oberfläche kommt, was wir jahrelang in unserem Unterbewusstsein runtergedrängt haben und nicht anschauen wollten. Ja, es ist ja im Grunde in der holistischen Gesundheit ist es ja immer so, dass unsere Krankheiten ja Zeichen darauf sind, dass wir was verändern sollen, dass etwas in unserem Leben in Disharmonie ist und meistens tun wir das, was uns immer wieder daran erinnert, wegdrängen. Symptome drängen wir weg mit Medikamenten. Wenn Emotionen hochkommen, die drängen wir weg. Da trinken wir Alkohol oder lenken uns ab mit Entertainment, dass wir es bloß nicht anschauen müssen. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr anders. Wir können machen, was wir wollen. Es kommt hoch. Und es spaltet, glaube ich, auch die Menschen so ein bisschen. Also ich habe so das Gefühl, es geht so wie, das, ja, wie so ein Lineal durch.
dass die Leute, die auf dem bewussten Weg sind, jetzt sich mehr untereinander vernetzen und sich finden und neue Kräfte entstehen, neue Möglichkeiten entstehen, was richtig, richtig toll ist. Und andererseits wird aber das, also der Gegenpol einfach, also dieses Dunkle, ja, Angstvolle, das wird auch nochmal extrem zunehmen, ja, was sich natürlich dann an solchen Krisen immer wieder zeigt. Ja, ja, ja. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ne? Ich habe da gerade auch so meine eigene Erfahrung gemacht mit zwei Menschen, wo, ja, wo die Wege sich dann jetzt einfach in eine andere Richtung wieder trennen, wo ich eigentlich dachte, da ist auch so, ja, eine Verbindung da, oder von meiner Seite aus habe ich ja diese Zusammenkunft auch, ja, als positiv wahrgenommen, aber und dann gab es dann einfach Begebenheiten, wo ich dann einfach jetzt feststellen musste, okay, es ist das Ende einer Täuschung, um es mal so zu sagen. Da sind doch andere Energien noch mit am Werk. Das ist alles so, wie es ist, aber das habe ich jetzt gerade noch mal so als eigenes Beispiel hier so parat. Und vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr da, wenn ihr euch im Umfeld umschaut, dass ihr da spürt, da trennen sich Wege, aber neue Verbindungen entstehen einfach, ne? Ja, also es ist wirklich so, wie du so schön sagst, Ende einer Täuschung. Also man ist vielleicht enttäuscht und das hat in unserem Sprachgebrauch immer etwas Negatives, aber vielleicht ist die Qualität einer Enttäuschung sogar etwas Positives. Also man kann ja so ein bisschen spielen, auch das spielerisch betrachten. Und ich glaube, es gibt ganz viel Enttäuschung jetzt in diesem Jahr. Ganz viel. Und es kommt dann auf uns drauf an, wie wir das wahrnehmen und was wir daraus machen. Mhm. Und wie wir ja auch gesehen haben, das mit Kapstadt, das ist etwas, was so aus dem Bauch heraus entstanden ist zwischen uns dreien, Rudi, dir und mir. Und wir haben gemeinsam das gemacht. Und da ging es wirklich darum, dass wir es gemeinsam machen. Und jeder brachte seine Qualität mit ein. Jeder von uns dreien. Und es ging nicht darum, dass sich einer positioniert und in den Vordergrund stellt, sondern das ist, glaube ich, das, was jetzt kommt, dass es diese Möglichkeiten immer mehr gibt, dieses ganz Spontane. Es finden sich verschiedene Menschen, die verschiedene Fähigkeiten mitbringen. Und da geht es nicht mehr so drum wie in der, sagen wir mal, in der alten Energie. Man muss erst Verträge machen und alles wird ganz schwierig und kompliziert und dauert Jahre, bis es endlich funktioniert. Sondern ich glaube, diese Leichtigkeit, die kommt jetzt auch mit rein. Und enorme Schnelligkeit. Also es gehen auf einmal Dinge, die früher nie gingen, weil so viel, also einfach so viel organisiert werden musste und alles so schwer war und das Räderwerk so langsam vorwärts ging. Mhm. Und da sehe ich eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit auf uns zukommen. Für die, die natürlich damit in Resonanz gehen. Ja, ja, ja. Und wenn man sich auch da mal dessen bewusst wird, und so eine Enttäuschung erlebt, aber auch seinem Herzen dann weiter folgt, dann merkt man auch immer mehr, wie dieses Loslassen auch von einer gewissen Leichtigkeit nichtsdestotrotz getragen ist. Ja, ja, unbedingt. Ja, also es ist ja eine, also Loslassen hat oft, also in unserem Verständnis, was mit Trauer zu tun, ja, und ich habe genau, also ich habe ja diesen Prozess jetzt auch gerade durchgemacht, persönlich, also ich bin ja weggegangen von Deutschland und es war ein heftiger Prozess für mich, also ich bin jetzt jemand, der schon sehr, sehr viel bewusster lebt, aber es war trotzdem, das war ein ziemlich heftiger Prozess, der mit mir ganz viel gemacht hat, weil man, also es ist immer dieses Muster so, ich habe Angst, etwas loszulassen, oh, was passiert dann? Also es ist immer diese Angst, aber eigentlich ist es ja ein Gewinn. Ich lasse etwas los und bekomme was Neues. Ja. Und wenn man diesen Glaubenssatz dann hat, wird es leichter. Aber wenn du den Glaubenssatz noch hast, oh Mann, und was verliere ich denn dann? Also ist zum Beispiel auch jetzt ein ganz aktuelles und ein sehr persönliches Thema, was mich gerade sehr berührt, was vielleicht
eigentlich gar nicht hierher gehört, aber ich sage es jetzt einfach mal, weil es mir jetzt gerade so danach ist. Meiner Mutter geht es momentan nicht gut und ich werde jetzt auch nach Deutschland wieder zurückgehen, um bei ihr zu sein. Und dieses Wechselbad der Gefühle, das dann aufkommt, einerseits diese Angst, oh Gott, ich könnte sie ja verlieren. Also das geht einem natürlich durch den Kopf, wenn jemand schon ein gewisses Alter hat und dann auch eine Grunderkrankung hat und dass man dann denkt, so, oh Gott, jetzt, oh mein Gott, und ich bin jetzt weg und jetzt passiert was. Und ich habe sofort gemerkt, wie ich in diese alte Energie auch reingegangen bin und heute Morgen auch zwischendurch so wirklich dem Wasser sehr nah gebaut habe. Und dann habe ich mir wieder überlegt, habe ich gemeint, was ist denn das, was da jetzt wieder so reagiert? Das ist eigentlich mein Ego, was an etwas festhalten will und nicht aufgeben will. Aber ich habe ja in meiner spirituellen Ausbildung gelernt, wenn wir sterben, legen wir ja nur unseren Körper ab. Wir sind ja trotzdem da. Wir sind ja, also meine Mutter ist ja nicht weg, wenn sie, sagen wir mal, ich will das jetzt nicht prognostizieren, aber wenn sowas passieren würde, dann wäre sie ja trotzdem in einem anderen Zustand, in einer anderen Zustandsform weiter da und kann ja trotzdem bei mir sein. Also, und dann fühlt sich das viel leichter an. Aber das sind so diese Dinge, die gerade auch bei mir passieren, dieses wirklich Dinge lernen loszulassen und das nicht als schwere Entwicklung zu sehen, sondern als eine Entwicklung, die mich weiterbringt oder uns alle. Also es geht ja nicht nur um mich hier, sondern ich habe das jetzt als Beispiel gebracht, aber es geht uns allen ja so loslassen, Strukturen loslassen, alte, verhärtete, verkrustete Gesetzmäßigkeiten auflösen und dann kann was Neues kommen. Ja. So. Und es ist die Sichtweise, also was mir da immer hilft, wenn ich so merke, ich bin jetzt da auf dem Weg, was loszulassen oder ich stelle mir da auch immer gerne so vor, dass so rund um mich herum ja so eine Komfortzone ist, in der man sich bewegt, in der jeder sich von uns bewegt. Und wenn es dann mal schwerfällt, einen Schritt zu gehen, wo ich merke, es kommen Ängste auf, es kommen Zweifel auf und ich lausche mich hinein, aber mein Herz schreit dazu, ja, mach das, dass ich mir dann einfach in dem Moment vorstelle, ich verlasse jetzt wieder ein Stück weit meine Komfortzone, ich vergrößere meine Komfortzone und das fällt mir dann leichter, auch diesen Schritt zu gehen und diesen Weg weiter zu gehen und dann ist der Zeitpunkt irgendwann da, wo man sich auf die Schulter klopft, wow, hast du gut gemacht, was ist daraus alles Tolles entstanden? Genau. Also das Alte hält einen halt oft auch fest und macht einen unbeweglich. Und ich empfinde diese Energie dieses Jahres jetzt und auch der zukünftigen Zeit einfach als eine sehr flexible, leichte Energie, die eben ganz, ganz viel möglich macht, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir natürlich in dieser anderen Energie verbleiben, in der alten Struktur, dann ist das Neue für uns natürlich überhaupt nicht greifbar und macht uns völlig durcheinander und deshalb glaube ich auch, dass es auch so eine Spaltung geben wird, dass es durchaus Leute geben wird, die nicht mit uns diesen Weg gehen wollen, die eben die das gar nicht können, warum auch immer, ja. Ich finde es wichtig, dass dann diejenigen, die eben diesen bewussteren Weg gehen, aus dem Herzen liebevoll auch diejenigen annehmen, die eben den Weg nicht mitgehen. Das finde ich extrem wichtig. Ja. Also, dass dieses Beurteilen und Verurteilen wieder stattfindet, dass wir sagen, ja, die bleiben ja in der alten Energie und wir verändern ja nichts und das ist schlecht, sondern dass man einfach wirklich immer mehr hier ankommt und auch, ja, einfach nicht so sehr mit dem Verstand agiert mehr, mit dem Herz agiert und dann kann man viele Dinge auch besser annehmen. Also, genau. Genau, das ist ein wichtiger Aspekt, in der Liebe bleiben, auch mit den Personen, wenn man auch das Gefühl hat, okay, unsere Wege, die trennen sich jetzt hier. Es ist alles so, wie es ist, für jeden Einzelnen auch gut so, wie es ist, aber dass man mit demjenigen dann nicht in den Krieg geht, denn letzten Endes geht man mit sich selbst ja in den Krieg. Genau. Ja. Und vielleicht noch was ganz Interessantes, was mir jetzt aufgefallen ist. Also jeder von uns hat natürlich so seine persönlichen Erfahrungen mit Menschen, mit denen man vielleicht in den letzten Jahren immer mal irgendwelche Konfliktsituationen auch hatte und wo es schwierig war und so. Aber was mir jetzt auffällt ist, dass ich habe schon fast so das Gefühl,
ich vergleiche das immer mit einem Radiosender. Also wenn du einen bewussteren Weg einschlägst, verändert sich deine Frequenz. Also deine Schwingung ist einfach eine andere. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt eben gerade mit diesem Jahr die Frequenzen sich nochmal so auseinander dividieren, dass man wirklich so auf verschiedenen Sendern nur noch agiert. Und dass diese Konflikte mit Menschen oder die Menschen, mit denen man Konflikte hatte, die verschwinden so auf einmal ganz sanft, ohne dass es ein großes Drama ist. Aber es verabschiedet sich und es existiert einfach auf einer anderen Frequenzebene weiter. Ja, und es, ja, der, man beeinflusst sich gegenseitig nicht mehr in seinem individuellen Prozess. Ja, ja. Ob der jetzt, kann man nicht sagen, ob der gut oder schlecht ist, aber jeder hat ja seinen individuellen Prozess und das wird anders, habe ich so das Gefühl. Ja. Ist es bei dir? Ja, ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Es ist vieles dann, wenn man auf dieser Frequenz dann, das ist ein gutes Beispiel, wir sind ja letzten Endes, wir haben ja alle so unsere unsichtbaren Antennen, wo wir Themen empfangen. Ich meine, die können wir uns auch nicht entziehen. Wir empfangen ständig wie Radiosender, schwingen wir auf einer gewissen Ebene und empfangen ständig entsprechende Informationen und Frequenzen. Und ich habe da auch schon bei vielen festgestellt, wo ich gedacht habe, das wäre dir früher viel, viel schwerer gefallen, da loszulassen oder zu agieren, oder du wärst mit anderen Emotionen dabei, du wärst be- und verurteilend dabei. Und wärst im Unfrieden auch mit dir selbst. Das ist alles von einer anderen Energie, einfach von einer anderen Schwingung getragen. Das merke ich und das tut auch sehr gut. Und das gibt auch Rückenstärkung für einen selbst, dann zu sagen, okay, ich gehe weiter den Weg hier. Ich folge da weiter meinem Herzen. Und man kann dann so oft beobachten, wie das Universum agiert und so wundersame Dinge einfach geschehen im Leben, so ganz plötzlich. Ich habe auch manchmal, ich schreibe ja jeden Tag so mein Lebensbuch, da steht ganz oft drin, mein Leben ist wie ein wunderbarer Traum. Kaum denke ich an etwas Schönes, schon wird es zur Realität. Das geht ganz oft so. Wenn wir denn ohne Egoismus und ohne Willen dabei sind, ja, also genau. Ich kann jetzt nicht denken, ich will morgen den Porsche vor der Tür stehen haben, der steht morgen nicht vor der Tür, weil mir das auch von Herzen her nicht wichtig wäre, was für Auto vor der Tür steht. Aber so andere Dinge, und das müssen auch nicht immer materialistische Dinge sein, das können auch zwischenmenschliche Begegnungen oder neue Kontakte oder was sein. Das hat jetzt gar nichts mit Materialismus oder auch mit Geldenergie zu tun. Und darin liegt letzten Endes auch die Fülle, in der wir leben. Wenn es darum geht, die wahrzunehmen, dann folgt alles andere auch. Wir sind versorgt, ne? Genau. Und das ist auch nochmal schön, weil das, da kann man nämlich auch nochmal mit Kapstadt einhaken. Im Zuge dieser Meditation kamen jetzt sofort dann eben auch schon die ersten Mails. Ja, hat es jetzt geregnet in Kapstadt? Aber wir haben das Ganze, also es hat noch nicht geregnet, aber in der Wettervorhersage soll es regnen in 2 Tagen in Kapstadt. Es sind Winde aufgezogen schon, also es verändert sich was, aber es ist ja nicht so, dass wir hier antreten, um zu zaubern. Wir wollen ja keine Black Magic machen. Ja, wir wollen ja hier bewusst gemeinsam etwas heilen. Also das ist eher Heilarbeit als Zauberei. Und darauf möchte ich wirklich nochmal ganz, ganz dringend hinweisen, weil wir in unserer Gesellschaft natürlich immer darauf ausgerichtet sind, ich mache etwas und ich habe sofort das Ergebnis. Also ich nehme eine Tablette gegen Kopfweh, mein Kopfweh ist weg. Also, oder mit anderen Dingen, ich mache den Schalter an und das Licht ist an, ja, oder ich mache den Schalter aus und es ist wieder aus. Also es geht vielmehr darum, dass wir eine Energie einfach generiert haben in dem Moment und dass wir etwas getan haben für andere, aber auch für uns natürlich. Das ist auch ein heilsamer Prozess für uns gewesen. Und auch alleine, dass wir bestimmte Menschen zusammenbringen konnten, die freiwillig etwas für andere getan haben. Und das ist eben auch etwas der neuen Zeitqualität, dass es viel mehr solche Aktionen geben wird, wo Menschen aus dem Herzen heraus freiwillig etwas tun, ohne zu überlegen, was habe ich denn für Nutzen dadurch? Genau. Ja, was bringt es mir? Sondern, Mensch, das hört sich gut an, ich habe Freude damit, mein Herz geht in Resonanz und natürlich mache ich damit. Und
das bringt so eine Leichtigkeit auch ja, mit. Ja. Und dann geht es um loszulassen auch, in dem Wissen, in dem Vertrauen, dass das Universum agiert zum Wohle aller. Und wir nicht mit unserem Denker dann weiter verfolgen, okay, wir haben das jetzt gemacht und zwei Tage später müssen die Regengüsse dort loslegen. Ne? Genau. Zum Beispiel. Genau. An dem Beispiel hier jetzt mal festgemacht. Das ist nämlich der Krux bei der Sache, das Vertrauen ins Leben zu haben, loszulassen, zu wissen, tief im Herzen zu wissen, zum Wohle aller, zum höchsten Wohle aller, werden die lichtvollen Kräfte, ich nenne es jetzt einfach mal so, agieren und alles wird gut werden. Ja, guck mal, wie ist das denn in der Natur? Also mir ist jetzt gerade dieses Bild gekommen, wenn ich etwas einsähe, dann nehme ich ein Samenkorn und setze es in die Erde. Und ich weiß, es wird eine Pflanze werden, aber es wird dauern. Ich brauche die Geduld, aber während ich sie noch nicht sehe, wächst sie unter der Erdoberfläche. Ja? Und das ist das, was wir, dieses Vertrauen ins Leben, das müssen wir, glaube ich, wieder mehr zurückgewinnen oder mehr praktizieren, einfach zu wissen, okay, ich habe das jetzt getan und jetzt geht es seinen eigenen Weg, hat seine eigene Dynamik und ich will das nicht manipulieren. Also das andere ist ja alles manipulativ. Das hat ja nichts mit einem liebevollen Leben zu tun, sondern das hat ja was damit zu tun, was mache ich ungefragt mit anderen, oder? Ja. Genau. Wunderbar. Das war noch ein gutes abschließendes Beispiel mit dem Samenkorn. Das bringt es auch nochmal auf den Punkt. Ja, genau. Danke dir, liebe Karin. Ja, ihr Lieben. Ich glaube, ich wollte jetzt sagen, ich hoffe, aber wer hofft, befürchtet das Gegenteil. Ich glaube, diejenigen, die uns jetzt hier zugeschaut haben und zugehört haben, die hatten auch Freude dabei bei dieser kleinen philosophischen Reise. Und unsere Intention war es jetzt auch, euch damit ein bisschen anzustecken, euch damit ein bisschen ins Boot zu nehmen und euch da ein bisschen Rückenstärkung zu geben, wenn ihr gerade so in dem Prozess seid und da so unterschwellig merkt, da verändert sich was, dass ihr die Rückenstärkung bekommt, da weiter auf euer Herz zu lauschen und auch in der Gewissheit, dass wir immer versorgt sind, dass alles für uns da ist und dass die Transformation jetzt auch im Hinblick auf Licht und Liebe einen immer größeren Platz hier auf Mutter Erde einnehmen wird. Vielen Dank. Vielen Dank für euer Dabeisein. Vielen Dank dir, liebe Karin, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir schicken euch eine ganz, ganz herzliche Umarmung. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss, die Irmgard und die Karin. Tschüss.